diese Bärchen als Schlüsselanhänger, die möchte ich euch heute zeigen. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Danke für eure lieben Kommentare. Für dieses Bärchen als Schlüsselanhänger brauchen wir, also ich habe hier zwei verschiedene Farben an Wollen. Einmal dieses hellblaue, da könnt ihr auch irgendeinen Rest nehmen, weil den braucht man nicht viel. Und den habe ich in braun, das habe ich jetzt etwas gesprenkelt. Und eine Häkelnadel in 2,5. Ich habe gedacht, das sieht auch mal schön aus, wenn da so kleine Pünktchen drin sind. So, natürlich meine Anleitung. Wir fangen mit hellblau an, in Fadenring, das ist das Bein. Machen fest und da kommen 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ziehen zu, nehmen unser Gedächtnisfaden, legen den hier rein, der kommt ja nachher weg, als ein Kontrastfaden, damit ich mal weiß, wo Anfang und Ende ist, und dann in jede dritte 2, also 1, 2, 3, hier kommen 2 rein, dann nochmal 3, 1, 2, 3, da kommen nochmal 2 rein. So, dann habe ich nämlich die 8, jetzt kommt noch die dritte in hellblau, die bleibt, die 8, und dann wird gewechselt, seht ihr hier, in braun, bis zur 6. Reihe, und dann werden die 2 Beine zum Rumpf zusammengehäkelt. Also bis hier mache ich und dann zeige ich euch das. So, jetzt habe ich die 2 Beinchen fertig. Das eine konnte man ja abschneiden, das andere lässt man den Faden dran. Jetzt habe ich, das hatte ich vergessen zu schreiben, 2 Luftmaschen zwischen den Beinen. Das ist 88, 16, wir häkeln ja über alles, dann haben wir nachher 20 feste Maschen. Also, den Gedächtnisfaden lassen wir auch, 2 Luftmaschen, dann holen wir uns hier das andere Bein, na, so. Ziehen hier fest, dann können wir nachher der Faden hier reinstecken. Und jetzt häkeln wir hier drüber. Sieben, acht, wieder 2 Luftmaschen und jetzt hier in dem anderen auch die 8. Eins, komm, ach Entschuldigung, jetzt habe ich gewackelt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt habe ich meine 20 hier. Wo ist mein Gedächtnisfaden? Da hängt er. Komm rauf. Den lege ich jetzt hier drüber. Und dann kann ich den für den Rumpf immer mitnehmen. So, jetzt häkeln wir ganz rum. Hier, wo die 2 Luftmaschen sind, kommen 2 feste und dann ganz rum. Später wird das zugenäht hier unten. Da kommt von bis zur 10. kommen 20. Dann wird an der Seite je 2. Und zwar, Seite meine ich hier, da, je 2 zusammengehäkelt. Dann haben wir 18. Und dann kommen die Ärmel dran. Die Ärmel,
könnt ihr genauso machen wie eben die Beinchen. Ich habe sie schon fertig. Bloß, dass ihr da, wo habe ich die Ärmel? Hier unten. Da habe ich nur 4 feste Maschen. Und nur eine Reihe in hellblau. Und dann 8 in braun. Und bis zur 7. Reihe. Denn fallen etwas dünner aus, die Ärmchen, wie die Beine. Und davon dann 2 Stück. So, jetzt mache ich erst den Rumpf fertig. So, jetzt habe ich das fertig. Habe hier an der Seite je 2x2 zusammen. Jetzt habe ich 18. Jetzt kommen die Ärmel dran. Also der Gedächtnisfaden kommt jetzt nach vorne. Jetzt häkle ich bis zur Seite. Und zwar haben wir hier 8, also häkle ich 4 Stück dran. Gehe hier rein in der Rumpf und hier in der Ärmel. So, stramm ziehen. Das muss jetzt, bei kleines hat immer ein bisschen Fummelerei wie ein großes Teil. Jetzt legt er diesen Ärmel hier an der Rumpf dran und häkelt jetzt hier das zusammen. So, seht ihr hier in Masche und hier in Masche. 3, 4. So, der Ärmel ist dran. Jetzt gehen wir zu den nächsten. Ich hier 2 habe, okay, hier rein, der nächste Ärmel, zieh das hier durch, so, okay, wieder hier dran legen, eins, bei der Dunkle sieht man das immer so schlecht. So, okay. Jetzt habe ich hier den Ärmel dran und da den Ärmel dran. Hier, das können wir uns wohl nachher reinstopfen. Jetzt häkeln wir über alle. Hier von außen rum. Ach, das zeige ich mal schnell eben. Da drum. Halt, hier muss ich noch eine häkeln. So, bis zum Schluss. Also. Na, geh du weg. Fünf. Jetzt hier deine Ärmel. 5. 6. 7. Hier von außen weiter am Ärmel rum. 14, komm mit euch. 18. Und hier, da tue ich meistens hier die eine Knifte über eine überschlagen. Das aber müsst trotzdem gucken, dass er 25 kriegt. Dann liegt der besser der Ärmel hier an. 20. Na, jetzt bin ich doch ganz durchgestochen. 21, 22. 23. 24, komm hier raus. 25. Gut. 25. So, okay. Das stecken wir jetzt hier und so rein.
damit das mir jetzt nicht mehr hier überall rumhängt. Okay, jetzt der Faden nach vorne und jetzt wird zusammen gehäkelt. Das muss ja jetzt hier oben bis zum Hals enger werden. Hier vierte, fünfte zusammen und so weiter. Und dann, wenn das ungefähr hier bei die Zehen, dann mit Watte füllen. Ihr könnt auch schon vorher was mit Watte füllen, der Ärmchen und unten die Beinchen, aber das ging gut hier. Und dann kommt der Hals dran. Der 17. bleibt und dann kommt wieder eine Zunahme für den Kopf und nachher wieder eine Abnahme für den Kopf. Also das ist ja eigentlich soweit ganz einfach. Okay, gut, das machen wir jetzt erst. Jetzt bin ich hier bis zur Hälfte vom Kopf. Habe also hier die 21, 23, wo es nicht ab und zu und Abnahme gibt. Jetzt ab der 24. Da kommt die Abnahme, da ist jede dritte, vierte zusammengehäkelt. Also die Gedächtnisfaden so rum. Und dann jede dritte, vierte, also 1, 2, dann wäre dritte, vierte auf der Nadel und dann zusammen. Das ist zusammen. Also 1, 2, dritte, vierte. Und so weiter. Mit Watte nachher füllen bis hier. Dann habe ich hier so kleine Perlchen, die nehme ich als Auge. Bleibt da oben, da als Auge. Die Öhrchen habe ich auch schon fertig, weil die sind genauso wie die Beine. Hier Fadenring, 4 Feste und dann in jede Feste 2 sind 8 und dann nochmal 2 Reihen 8er. Und die Nase in hellblau sind nur 2 Reihen. Seht ihr? Die wird denn hier so drauf genäht. Die Öhrchen und hier, das wird genäht mit der Faden habe ich das. So, das mache ich mal fertig und dann wird hier oben noch die Schlaufe. Aber ich fange mal jetzt, mache mal jetzt das Köpfchen fertig. Jetzt habe ich soweit alles fertig. Ich wollte euch das noch hier oben am Öhrchen zeigen, wie ihr das dann, so meinte ich das mit vernähen. So, und dann hier nochmal und dann irgendwo hier hinten raus, dann könnt ihr das abschneiden. Abschneiden, dann wird das auch fertig. Augen habe ich auch. Jetzt wäre hier oben für den Schlüsselanhänger. Und zwar nehme ich hier das doppelt. Gehe dann hier und zwar rein. Hol mir den doppelten Faden da. Und dann häkle ich. Einmal Luftmaschen. 2, 3, 4. Guck ich. Bastard. Ne, ich mache noch die 5. Nimm den Schlüsselanhänger. Zieh das Ganze hier durch. Na, jetzt das. Komm. So, durch. Geh auf die andere Seite, stech da rein. Na, das ist doch jetzt der Vorführeffekt, sonst kann ich ja viel schneller. Und zieh hier durch. So. Wem das jetzt hier nicht sicher genug ist, der könnte jetzt hier noch einmal so häkeln. Wenn er der Faden auch noch lang genug hat, hier um die Schlaufe noch einmal so feste Maschen. Müsst nur gucken, dass er zwei Strängchen überlässt zum Vernähen. So, und hier noch einmal. Das reicht mir dann. Ziehen wir durch. Tun wir das auf die andere Seite. Und das vernähe ich jetzt hier. Und dann wäre fertig. So, seht ihr?
ist unser Bärchen als Schlüsselanhänger fertig und vernähe ich nachher. Jetzt zeige ich euch noch einmal die Anleitung. Also ihr fangt mit den Beinen an, dann näht ihr die Beine zusammen, dann die Ärmel zusammen, dann kommt der Hals und hier der Kopf. Hier wäre jetzt die Ärmel, weil ich tue gerade runter, dann seht ihr, glaube ich, war zu nah, die Ärmel, das Ohr und die Nase. Also noch einmal, tue jetzt mal was runter, damit ihr das besser seht. Könnt ihr ja auf Stand machen, Großbild und abschreiben. Da unten die Ärmel. So, ein Ohr und die Nase. So, okay, haben wir die 12 fertig. So, bis zum nächsten Mal.